Moin. Wir haben wieder Wochenanfang, eine neue Woche steht ins Haus. Ja, schon fast vorbei, ne? Ganz viel im Vordergrund ist gar nicht passiert, im Hintergrund allerdings schon. Kommen wir später zu. Die Honigmann-Nachrichten vom 13. Januar 2014, Nummer 258, Nesbro. Während in den Medien vornehmlich Finanzierungsskandale und Kleinflugzeug große Aufklärungs- und Kampfdrohnen für Schlagzeilen sorgen, läuft eine vielleicht noch weitreichendere Entwicklung auf diesem Gebiet eher leise in genau die entgegengesetzte Richtung. Das kleinste leistungsfähig mit Kameras ausgerüstete, dennoch effektiv einsatzfähige unbemannte Fluggerät hat einen Maximaldurchmesser von gerade mal 12 cm. Wiegt mit 16 Gramm gerade einmal so viel wie 3 Blatt Schreibmaschinenpapier, ist zu beachtlichen effektiven Leistungen fähig und aufgrund seiner geringen Größe im Einsatz selbst kaum auszumachen. Die Schwarze Hornisse wurde primär für den militärischen Aufklärungseinsatz entwickelt, kam bereits in Krisengebieten wie Afghanistan erfolgreich zum Einsatz. Der Systempreis, Systemstückpreis liegt laut Herstellervideo derzeit bei über 10.000 Dollar, informierte grenzwissenschaften-aktuell.blogspot.de. Washington. Verteidiger NSA einschließlich des Präsidenten Obamas berufen sich immer auf die Terroranschläge vom 11. September 2001, wenn sie gefragt werden, warum die Telefone von US-Bürgern massenhaft abgehört werden. Obama wurde ausdrücklich gefragt, ob er einen Fall benennen könnte, in dem durch dieses Überwachungsprogramm ein ähnlicher Anschlag verhindert worden sei. Das konnte er natürlich nicht, stellte luftpost-kl.de fest. VSA. Die großen US-Medien haben zum Jahreswechsel den großen Abgesang der Glühbirne in den USA veranstaltet. Doch die Medien sind in diesem Punkt offenbar anfälliger für die Regierungspropaganda als die Konsumenten. Wie The Verge berichtete, haben die Hersteller auf das Verbot der 40 Watt und der 60 Watt Glühbirne mit einem geschickten Schachzug reagiert. Sie bieten ab sofort Birnen mit 43, 72 oder 150 Watt an. Sogar eine Glühbirne mit 3 Glühfäden könnten die Amerikaner kaufen. Anders als in der EU, wo sich alle Hersteller einfallslos und desinteressiert über die Wünsche des Konsumenten hinwegsetzen, haben sich die amerikanischen Hersteller am Markt orientiert, nicht am Befehl von oben. Wundert uns eigentlich, lobte deutschewirtschaftsnachrichten.de. Als das eintrat bei uns, das Glühbirnenverbot von 100 Watt, man ist ja langsam runter, sie alle abzuschaffen, alle sind noch nicht weg, hat Polen 99 Watt entwickelt ist gut, hergestellt. Geht auch. Und in Polen gibt es die auch heute noch. So kann man es auch umgehen. VSA Südkorea. Kurz von mariablutblog.com, die VSA werden im Januar Medienberichten zufolge 12 F-16-Jäger nach Südkorea verlegen. Dieser Schritt soll die Stabilität in der asiatisch-pazifischen Region fördern. Mit Jägern kann man das nicht stabilisieren. Völliger Quatsch. Washington, Moskau. Bei seiner jüngsten Pressekonferenz erklärte Präsident Putin, dass die US-Raketenabwehr eine Bedrohung der russischen nationalen Sicherheit bleibt, dass Russland das Recht hat, Iskander-Raketen in Kaliningrad aufzustellen. Der Schritt ist noch nicht gemacht worden. Er fügte hinzu, dass die Aufstellung von Iskander-Raketen in Kaliningrad die logische Antwort wäre auf die Pläne Amerikas, ein Raketenverteidigungssystem in Europa aufzubauen. Es geht bei denen natürlich nur darum, gegen Russland vorzugehen. Nichts anderes. Hat mit Verteidigungssystem nichts zu tun. Was daraus erwachsen könnte, können wir uns auch alle vorstellen. Was wenige außer einer Handvoll von Militärexperten begreifen, ist, dass das US-Projekt sogenannte ballistische Verteidigungsraketen und spezielle Radaranlagen in Polen, Tschechien, Türkei und Bulgarien aufstellen, ein höchst provokanter Akt Washingtons gegen Russlands ist und riskiert, die Welt um Haaresbreite zu einem Atomkrieg zu führen, warnte Einar Schlereth.blogspot.de.
Es ist ein Einkreisen Russlands. Und wenn ihr euch mal die Karten anseht, es gibt Karten davon, da sind die Militärbasen der Amis eingezeichnet in allen Ländern. Dann seht ihr, wie die Einkreisung immer weiter fortschreitet. Was haben die wohl für einen Grund dafür? VSA Sochi. Die VSA wollen für den Fall der Fälle gewappnet sein, richten sich mögliche Terroranschläge auf mögliche Terroranschläge in Sochi ein. Dazu gehört auch ein Evakuierungsplan der US-Sportler, die an den Olympischen Winterspielen dort teilnehmen. Amerikanische Zeitungen berichten, dass eine private Sicherheitsfirma während der Spiele im Februar bis zu 5 Flugzeuge bereithält, mit denen die US-Sportler ausgeflogen werden können, berichtete n-tv.de. Was sind das für Schisser? Und was wird da eigentlich schlecht geredet an der Winterolympiade in Sochi? Nur weil es in Russland ist? Nochmal Sochi. Vom 7. Januar bis 21. März 2014 ist die Einreise von stadtfremden Automobilen in das Territorium von Sochi verboten. Ausnahmen bilden nur Fahrzeuge, die für die Durchführung der Olympischen Winterspiele bzw. die Aufrechterhaltung des städtischen Lebens gebraucht werden, die eine Sondergenehmigung benötigen. Der ursprüngliche Plan war, alle nötigen Akkreditierungen bereits am 7. Januar auszugeben. Alle übrigen Wagen müssen an 2 Grenzpunkten abgestellt werden. Diese Parkplätze sind dabei mindestens 100 Kilometer vom Stadtkern von Sochi entfernt. Zudem wurden sogenannte olympische Fahrstreifen und Wege eingerichtet, die mit der Symbolik der Winterspiele gekennzeichnet sind. Die unbefugte Nutzung dieser Straßen wird mit Geldstrafen bis zu umgerechnet etwa 120 Euro geahndet. Mit dem 7. Februar tritt der Präsidentenerlass in Kraft, der um Olympiakundgebung und Demonstration nur in speziell festgelegten Zonen vorsieht. Teilnehmer und genauer Zeitpunkt müssen dabei mit den Behörden abgestimmt werden, meldete de.ria.ru. Was sind das eigentlich noch für Spiele, die so abgesichert werden müssen, nur weil ein paar durchgeknallte Typen, oft noch bezahlte und lancierte, da eventuell was machen könnten? Hatten wir 72 auch, viele erinnern sich noch daran, auch das war lanciert, das kam nicht von ungefähr. Russland. Nachdem im vergangenen Jahr ein Gesetz verabschiedet wurde, welches homosexuellen Propaganda in Russland verbietet, sah sich Putin lautstarker Kritik aus dem Westen ausgesetzt, welche sich auch im Boykott der Olympischen Winterspiele in Sochi durch diverse westliche Politiker zeigt. Typisch. Eigene Meinung darf Präsident Putin nicht haben, das wird ihm vom Westen dann alle übel genommen. Und der Westen will bestimmen, was er zu sagen hat und wie er zu handeln hat. Darf ich mal lachen? Angesichts des negativen Stimmungsbildes der russischen Bevölkerung gegenüber Homosexuellen und der anhaltenden westlichen Kritik in der konservativ-russischen Politik sieht sich die russisch-orthodoxe Kirche mit enormem Rückenwind versehen, plädiert nun für ein russlandweites Referendum. Bei dieser Volksabstimmung sollen die Menschen in Russland darüber entscheiden, ob die Homosexualität wie zu Sowjetzeiten verboten werden sollte oder nicht, tat neopresse.com kund. Welt, noch einmal de.ria.ru. Russlands Präsident Putin rangiert auf dem dritten Platz in der Liste der weltweit am meisten bewunderten Menschen, wie die aktuelle YouGov-Umfrage im Auftrag der britischen Zeitung The Times ergab. An der Spitze der Liste stehen Microsoft-Gründer Bill Gates, war klar, der Unsummen für die Wohltätigkeit ausgibt, angeblich. Auf Platz 2 folgt ihm US-Präsident Obama. Bewundern? Die ersten beiden kann man gar nicht. Der dritte schafft was, nämlich Präsident Putin. Der erste hat immer noch im Hinterkopf, und da ist man ja auch kräftig bei, er stiftet Geld, dass er jedes Kind dieser Welt impfen möchte, um es unfruchtbar zu machen, um die Menschen kaputt zu machen. Er bräuchte nur das Geld zu nehmen, was er dafür ausgibt, um ihnen Nahrung zu geben. Wir allen geholfen, allen, ohne Ausnahme. Naja, und Obambi, eine Marionette
hat keine Rechte, keine Pflichten und kann eigentlich gar nichts, weil sie an Bindfäden aufgehängt ist und zappelt so, wie der Betreiber es verlangt. Ankara. Die türkische Regierung unter Ministerpräsident Erdogan wird immer totalitärer. Seit Freitag ist die US-amerikanische Videoplattform Vimeo für User in der Türkei nicht mehr erreichbar. Am Donnerstag zuvor hat ein türkisches Gericht die Sperrung von Vimeo für die gesamte Türkei beschlossen, unterrichtete p-news.net. Auch da geht es immer weiter. Man versucht zu retten, was zu retten ist, seitens der Eliten. Niemand anders steckt ein. Wahrheitsbewegung. Der vor allem in der USA bekannte alternative Forscher Alan Watt hat während seiner Radiosendung Cutting Through the Matrix ausgesprochen, was andere nur vermuteten. Es wird Forschern aus der Wahrheitsbewegung Geld dafür geboten, wenn sie über Außerirdische sprechen. Alan Watt wurde Geld angeboten, wenn er beginnen würde, in seinen Radiosendungen über Außerirdische zu sprechen, teilte lupocativoblog.com mit. Brüssel. Die EU-Außenbeauftragte Catherine Ashton wird den Anrainerstaaten des Persischen Golfes Kuwait, Vereinigte Arabische Emirate, die VAE, Saudi-Arabien, Oman, Katar einen Besuch abstatten. Ashton wird bei diesem Besuch mit den arabischen Staatsoberhäuptern über die Beziehung der EU zu den arabischen Anrainerstaaten des Persischen Golfes Gespräche führen. Die Reise soll eine Woche vor der Genf II-Konferenz, die für den 22. Januar in der Schweiz geplant ist, stattfinden, berichtete German.irib.ir. EU. Die Wähler mussten sich bei den Europawahlen im Mai für oder gegen die Vereinigten Staaten von Europa entscheiden, meinte Viviane Reding, die Vizepräsidentin der EU-Kommission. Reding forderte eine wahre politische Union, sieht darin die beste Waffe gegen die Euroskeptiker, wie der Telegraph berichtete. Wir müssen die Vereinigten Staaten von Europa errichten, mit der Kommission als Regierung und zwei Kammern, dem Europaparlament und einem Senat der Mitgliedstaaten, so Reding. Nee, müssen wir nicht, das Zeug gehört abgeschafft, ganz einfach. Mit ihrer Forderung steht Reding nicht alleine. Auch der französische Präsident Hollande und die italienische Außenminister Bonino hatten schon lautstark nach der politischen Union gerufen. Ja, weil denen sonst ihre kleine Macht abhanden kommt. Ganz klar. Dies würde die EU in einen Superstaat transformieren, in dem die Nationalstaaten auf eine minimale politische Rolle reduziert werden, erkannte deutsche Mittelstandsnachrichten.de. Nicht nur auf die politische Rolle würden sie dezimiert werden, es geht ums Geld. Es geht ausschließlich ums Geld, dass die EU der alleinige Herrscher über die Finanzen der einzelnen Nationen ist, sofern es denn Nationen sind, wo wir hier ja leider nicht von sprechen können. Nochmals EU und einer schleret.blogspot.de. Die politischen Parteien, von der FN bis zur PG, Ultrarechte bis zu den Linken, wetzen ihre Messer, um an den Wahlen vom 25. Mai 2014 teilzunehmen, bei denen die französischen Abgeordneten für das Europäische Parlament bestimmt werden sollen. Französische Abgeordnete? Ich übertreibe, es werden Abgeordnete der Regionen sein, was vielleicht eine Zerstückelung der Nationen vorwegnimmt, in einem Europa der Regionen, wo man überall Risse sich bilden sieht in dem Rest des Kadavers der alten Nationen. In Katalonien, in Flandern, in Schottland, in Deutschland nicht, aber egal. Alle etablierten Parteien nehmen an der Maskerade teil, die Glauben machen will, dass die Wahl Demokratie bedeutet. Nichts dergleichen. Das, was am 25. Mai gefordert wird, ist für das europäische Bauwerkmodell EU, Rom, Maastricht, Lissabon zu bestimmen. Ob ihr für die PG, PCF, PS, UMP oder FN stimmt, stimmt ihr im Grunde für die EU. Ihr stützt damit die Diktate der Kommission von Brüssel, denen das europäische Pseudoparlament einen Anschein von Legitimität gibt. Indem ihr wählen geht, erlaubt ihr, dass die Troika, die ein Drittel der Griechen um die soziale Decke gebracht habe, das Land in unerhörter Weise zurückgeworfen hat, in eurem Namen handelt. Macht es nicht. Die EU versucht sich nur damit eine Rechtsstaatlichkeit zu geben, die sie nie erreichen wird,
und kann, oder umgedreht, kann und wird. Sie schafft es nicht. In 2 bis 3 Jahren dürfte die EU Geschichte sein. Deutschland. Bei allen Entdeckungen in Bosnien muss daran erinnert werden, dass sogenannte Megalithbauten in ganz Europa häufig sind, auch in Deutschland keine Seltenheit darstellen. Dass trotz der Fülle der Monumente nichts davon in den Schulbüchern steht, ist nicht weiter verwunderlich. Die Völker, die sich selbst in ihrer Geschichte erkennen, sind die größten Feinde der kulturvernichtenden Einwäldler. Nicht nur das Ex-Oriente Lux Dogma der etablierten Wissenschaft bei Bekanntwerden dieser tatsächlich europäischen Frühgeschichte sofort mitsamt der Eitelkeit einiger Wissenschaftler in 1000 Teile zerspringen würde. Denn wenn das deutsche Volk erst von seinen echten Wurzeln erfährt, kann es zu seiner geistigen Stärke zurückfinden, war politeia.org klar. BRID. Mit diesem Artikel wollen wir Ihnen einen Einblick in die Strukturen der Verbrechen des Verbrechens verschaffen. Manche Leute fallen vor Entzücken fast in Ohnmacht, wenn sie einem Volksverräter wie Kohl oder einer Systemprostituierten wie Kanzlerdarstellerin Merkel mal die Hände schütteln dürften, obwohl das eigentlich tiefsten Ekel auslösen sollte. Die Erkenntnisse sind so verblüffend, wie sie ernüchternd und aufschlussreich sind. Finanzen, Wirtschaft, Politik, Wissenschaft, Schulen, Universitäten. Einfach alles wurde von Schwerkriminellen erzeugt, beeinflusst und geleitet. Weiterlesen bei newstopaktuell.wordpress.com. Recht haben Sie. Berlin. 2013 stellten rund 127.000 Menschen einen Asylantrag und rund 110.000 davon waren Ersteinträge, wie das Bundesinnenministerium am Freitag in Berlin mitteilte. Es spricht von denen auch keiner ein Wort Deutsch, außer Asyl und Euro. Ist das Deutsch? Nein. Das war im Vergleich zum Vorjahr ein Plus von etwa 64%. Bei den Erstanträgen sogar von 70% rechnete d.nachrichten.yahoo.com vor. Frankfurt am Main, London. Der Ausblick auf die Bundesrepublik sei stabil, wie die US-Ratingagentur S&P am Freitag mitteilte. Die EU hatte 2013 schärfere Regeln für Ratingagenturen beschlossen. Vorgeschrieben ist nun auch, dass die Termine für die Länderratings bereits im Voraus genannt werden, stets am Freitagen. Deutschland gilt bei vielen Anlegern als sicherer Hafen. Die dürfen sich noch wundern, ganz sicher. Die anderen Ratingagenturen beurteilten die Kreditwürdigkeit des Euro-Schwergewichtes ebenfalls mit Topnoten, meldete Wirtschaftsblatt.at. Sie werden dann erst merken, was los ist, wenn Sie aufgewacht sind. Wachen Sie auf, das ist die Frage. Der Bauch ist immer noch zu voll und zu satt. Nochmal BRID. Ein wiederkehrendes Muster der Debatten für die Einwanderung. Sie finden auf der Ebene von Land, Bund und Europa statt, während die Musik eigentlich auf kommunaler Ebene spielt. Die jahrelange Diskussion über die Einschränkung des Asylrechts in den 80er und frühen 90er Jahren war dafür der Prototyp. Erst als die Kommunen damals die Redeverbote durchbrachen, die in Deutschland bis dahin galten, konnte sich der Bundestag zu einem Asylkompromiss durchringen. Was nicht gelöst wurde, war das grundsätzliche Problem. Wie kann verhindert werden, dass die Kommunen ausbaden müssen, was die EU, der Bund und die Länder beschließen bzw. nicht beschließen, fragte selbst faz.net. Und nochmals Deutschland. Die Mehrheit der Deutschen befürwortet die Zuwanderung qualifizierter Arbeitskräfte. Sie haben so gut wie keine. Es ist einfach eine Scheißlüge, was da abläuft. Dem aktuellen ARD-Deutschland-Trend zufolge vertreten 68% der Befragten die Auffassung, die deutsche Wirtschaft brauche qualifizierte Arbeitskräfte aus anderen Ländern, scherzte ernsthaft süddeutsche.de. Erstens haben sie keine. Zweitens haben wir selbst welche, die bei Hartz IV eingeparkt worden sind. Und drittens, ich habe auch noch nie gesehen, dass wirkliche Kritiker, die auch was zu sagen haben, veröffentlicht worden sind. Schon gar nicht in der ARD, im ZDF, in den 3 Programmen ist ja das gleiche wie ARD, oder in den Mainstream-Medien oder in den Mainstream-Printmedien. Komischerweise, die werden nie genannt. Eigenartig? System. Wieder Deutschland.
Geburt ist keine Krankheit, empfahl die Weltgesundheitsorganisation 1985. Fast 30 Jahre später in Deutschland, Geburten werden zunehmend nicht nur als Krankheiten, sondern als Notfälle behandelt. Kein Wunder, Hebammen verdienen durchschnittlich 8,50 Euro die Stunde bei immer weiter steigenden Beiträgen der Berufshaftpflichtversicherung. Abzüglich Kosten und Steuern bewegen sich damit schon fast im Bereich des Ehrenamtes. In der Folge geben viele Hebammen die Geburtshilfe auf. Wenn sich an den Vergütungen der Hebammen in nächster Zukunft nichts ändert, werden Frauen in der Schwangerschaft während der Geburt, im Wochenbett, in der Stillzeit nicht mehr von Hebammen begleitet, warnte change.org. Es gehört einfach zum System, dass die Frauen möglichst wenig Kinder kriegen sollten. Sollten die Frauen mal drüber nachdenken. Denkt daran, wir brauchen Nachfahren. In jedem Falle. Dann ist noch ganz was neu reingekommen, gerade relativ frisch. Gut, wenn es gesehen wird, ist es schon ein paar Stunden alt. Die Ermittlung gegen Mollats Ex-Frau, gegen Petra Maske, wird eingestellt. Ist das nicht eigenartig? 7 Jahre lang war Gustl Mollat gegen seinen Willen in der bayerischen Psychiatrie untergebracht. Sie hatte dafür gesorgt. Die Schuld steht auch bei seiner Ex-Frau. Ermittlungen werden nun aber gegen sie eingestellt. Ist doch schon eigenartig. Die eine Hand wäscht, dieselbe, die andere, egal wie. War übrigens bei Welt.de zu lesen. Danke dafür. Die gute Nachricht: Hemmt man den Fortgang des menschlichen Geistes, so sind nur zwei Fälle möglich. Der erste, unwahrscheinlichere: Wir bleiben stehen, wo wir waren. Wir geben alle Ansprüche auf Verminderung unseres Elends und Erhöhung unserer Glückseligkeit auf. Wir lassen uns die Grenzen setzen, über die wir nicht schreiten wollen. Oder der zweite, weit wahrscheinlicher: Der zurückgehaltene Gang der Natur bricht gewaltsam durch und vernichtet alles, was ihm im Wege steht. Die Menschheit rächt sich auf die grausamste an ihren Unterdrückern. Das stammt von Johann Gottlieb Fichte. Und das war's mal wieder für heute. Ich wünsche euch allen eine schöne Woche. Und denkt daran, am 31. Januar, 1. Februar, 2. Februar haben wir ein großes Honigmann-Treffen. Kleine Änderungen sind da gewesen, sind ausgeglichen worden. Ich glaube, es lohnt sich. Wir haben noch nie so viel Anmeldung gekriegt und noch nie so viel Übernachtung. Hat schon was. Danke fürs Zuschauen, danke fürs Zusehen und wir sehen und hören uns wieder. Euer Honigmann. Tschüss.